China fällt gerade im Wettrennen mit den USA zurück, sagt Philipp Fondran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Das sei aber nicht dramatisch, im Gegensatz zu dem, was gerade in Deutschland passiert. Was ihn besorgt und was seine weitere Prognose für die Börsenentwicklung ist, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Und dabei willkommen zu einem neuen Interview bei Reni will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Fondran, schön, dass Sie Zeit haben. Ja, sehr gerne. Grüße, Herr Schönmann-Fink. Sie sind vor kurzem aus China zurückgekommen. Welche Eindrücke bringen Sie mit? Boah, das ist in einem Satz schwer zu fassen, aber ich würde das mal ökonomisch versuchen auf den Punkt zu bringen. Das Land wird in Zukunft wesentlich weniger stark wachsen als in den letzten 10 bis 30 Jahren. Aber nicht, weil wir dort vor irgendwelchen extremen Entwicklungen, beispielsweise am Immobilienmarkt, stehen, sondern weil das Land in vielen Bereichen fertig ist und jetzt umschaltet von infrastrukturgetriebenem Wachstum auf das, was Xi Jinping immer gerne Quality Growth beschreibt. Und das wird deutlich tiefer ausfallen als das in der Vergangenheit. Sie sprechen das Wachstum an. Die wirtschaftlichen Nachrichten aus China waren zuletzt nicht ganz so gut. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 20%. Prompt wurde die Statistik ausgesetzt. Ja, da sagt meine Kollegin Shen Wei immer gerne dazu, Philipp, da siehst du, dass unsere Statistiken richtig sind. Weil wenn sie uns nicht mehr passen, dann machen wir einfach das Buch zu und veröffentlichen sie nicht mehr. Das ist sehr interessant. Es gibt ja in Deutschland zwei Themenblöcke, mit denen sich die Medien, zumindest diejenigen, die kritisch berichten wollen, sehr intensiv auseinandersetzen. Das ist einmal der Immobilienmarkt und das ist einmal die Jugendarbeitslosigkeit. Das ist sehr spannend, wenn man sich in beide Themen etwas tiefer hineingräbt, was da an Begründungen teilweise herauskommen, die wir uns in Deutschland so sehr schwer nur vorstellen können. Wir wissen, dass es in China für die Familien extrem wichtig ist, dass der eine Sohn oder die eine Tochter, also wir sind da ja immer noch in der Ein-Kind-Familienpolitik, zumindest für die, die jetzt in die Statistiken hineinkommen, dass die eine sehr gute Schul- und Universitätsausbildung haben. Und dann kommen sie auf den Arbeitsmarkt und plötzlich sind für die vielen Akademiker nicht mehr die Jobs vorhanden, die es bräuchte, um die alle in Lohn und Brot zu bringen. Jetzt denkt man da als naiver Deutscher, naja, okay, gut, dann muss ich einfach meine Anforderungen an den Job etwas zurückstufen. Ich fange vielleicht ein oder zwei Levels tiefer an und durch gute Qualität kann ich mich dann hocharbeiten. Das ist in China nicht so. In China bestehen die Eltern und viel intensiver noch die Großeltern darauf, dass sich die jungen Menschen nicht unter Wert am Arbeitsmarkt anbieten. Und die sagen denen auch klar, Junge oder Mädel, mach dir keine Sorgen, wir haben ökonomisch das Zeug, dich die nächsten 3 bis 5 Jahre durchzufinanzieren. Und in dieser Phase wird dann schon der passende Job kommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, das wissen wir. Aber das erklärt natürlich, dass wir hier Arbeitslosenraten haben, die wir in vergleichbaren Situationen in Deutschland wahrscheinlich nicht hätten. Da muss man echt mal etwas tiefer graben, und nicht einfach nur die Zahl aus der Statistik nehmen und sagen, boah, das wird dazu führen, dass die Studentinnen und die Studenten morgen auf die Straße gehen und gegen die Regierung protestieren. Und zusätzlich kommt dann immer wieder die Antwort von erfahrenen Chinesen, die jungen Leute, die haben auch genug digitales Rauschgift, um die Notwendigkeit eines Jobs so ein bisschen zu verdrängen. Das ist wirklich etwas, was sie in der Breite auch bei den Vollbeschäftigten feststellen müssen. Also das ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung, dass nach der Arbeit und dem Essen inzwischen das Gaming an dritter Stelle kommt. Das ist also für Sie kein Zeichen dafür, dass irgendwas am Köcheln ist? Nein, das ist definitiv nichts am Köcheln, wenn man das in
Potenzial für politische Revolte ummünzen möchte. Es ist selbstverständlich am Köcheln in dem Sinne, dass wir, und da möchte ich nicht nur die Chinesen alleine mit ins Boot nehmen, das geht bei uns in Deutschland ja ganz genauso, vergessen haben, dass eine arbeitsteilige Gesellschaft nicht nur Akademiker und Akademikerinnen braucht, schon gleich gar nicht in einer Welt, in der die KI vor der Tür steht, sondern es für den langfristigen Einkommensverlauf durchaus auch Sinn machen kann, einen qualitativen Handwerksberuf zu erlernen. Das war in China nicht en vogue. Das ist ja auch bei uns in Deutschland kaum mehr en vogue, wenn wir uns anschauen, wie viel Prozent der Schüler und Schülerinnen Abitur machen und dann studieren. Da muss sich eine Gesellschaft erstmal wieder einpendeln. Das wird sicher in 3 bis 5 Jahren eine andere Thematik. Aber Sie müssen ja wissen, hinter dem einen Kind stehen 2 Eltern und 4 Großeltern. Und die haben ökonomisch inzwischen schon das Rüstzeug, die eine Weile durchzufüttern. Das war ja so ein bisschen der Deal gewesen, wie man so schön sagt. Die Bevölkerung erhält Wohlstand, dafür hält sie sich aus der Politik raus. Aber offenbar glauben viele Chinesen nicht mehr dem Versprechen. Wir sprachen ja schon über die hohe Jugendarbeitslosigkeit und es wird so viel gespart wie seit Jahren nicht mehr. Da scheint schon eine Vertrauenskrise zu sein. Ja, das kann wahrscheinlich nur jemand so sagen, der nicht in den letzten Jahren in China gewesen ist. Wenn Sie nämlich heute durch China gehen, egal wo Sie hingehen, und das vergleichen mit der Situation vor 6 Jahren, dann werden Sie sehen, dass dieses Versprechen, auf das Sie gerade eben zu Recht abgezielt haben, voll erfüllt ist. Die Menschen dort haben ein Lebens- und Wohlstandsniveau erreicht, und da leiten sich ja auch die Ersparnisse von ab, dass sich kaum mehr hinter dem Niveau Deutschlands verstecken muss. Über die Infrastruktur brauchen wir gar nicht sprechen. Die ist natürlich, das ist der Vorteil der späten Geburt, auf einem ganz anderen Niveau. Aber die Menschen tragen heute eine Zufriedenheit und natürlich auch einen Stück zur Schau, den sie so vor 5, 10 oder 15 Jahren nie und nimmer gesehen haben. Und was vielen Chinesen extrem wichtig ist, die Situation im Bereich Naturschutz, Luftqualität hat sich dramatisch verändert. Wenn Sie durch die Städte fahren, dann merken Sie, wie die Aufforstung von Alleen an den Straßen stattgefunden hat, wie jedes freie Plätzchen zugepflanzt ist, wie die Luft sich dramatisch verändert hat. Und das ist natürlich auch ein Leistungsversprechen, das von der Bevölkerung eingefordert wird. Wir wollen nicht nur genug zum Essen haben, wir wollen nicht nur einen Kühlschrank haben und einen Fernseher, sondern wir wollen auch unser Leben, für das wir hart gearbeitet haben, genießen können in einer halbwegs akzeptablen Umwelt. Und da liefert Beijing definitiv. Und Beijing liefert natürlich auch bei dem größten Sorgenpaket, wird die Wohnung, die Neubauwohnung, für die ich schon einen großen Teil meiner Ersparnisse angezahlt habe, auch weitergebaut. Weil das war ein Thema, das vor 24, 18 Monaten ganz heiß diskutiert wurde. Das ist ja auch hier immer ein Thema. Evergrande, Sunak, die Namen kennt man inzwischen als Projektentwickler, denen die Liquidität so ein bisschen zwischen den Fingern zerrannt ist, die hier auch in Europa mit ihren Bond-Emissionen ja, Default-ähnliche Strukturen aufweisen. Das interessiert die Frau Lee und den Herrn Lee zunächst einmal überhaupt nicht, ob deren Bonds hier in Europa oder in den USA platzen. Da grinsen die nur und sagen, selber schuld, wer sowas kauft. Was aber für die wichtig ist, ist, dass die Projekte weitergebaut werden. Und in vielen Provinzen hat die Lokalregierung nicht nur das Geld gesprochen, sondern auch die strukturellen Maßnahmen ergriffen, dass die Projekte weitergebaut werden. Und nebenbei
sehr viel Geld in den letzten 2 Jahren in die Altbausanierung und in den Aufbau von Sozialwohnungen gesteckt. Wir diskutieren hier in Europa ja immer nur die Situation im Projektentwicklungsmarkt der Neubauten. Das ist natürlich nur ein Teil dessen, was an Wohnimmobilien in China zur Verfügung steht. Und speziell die Altbausanierung wird im Moment mit Macht vom Staat vorangetrieben. Sie sagten vorhin, dass sich China auf geringere Wachstumsraten einstellen muss. Heißt das, dass China gerade im Wettrennen mit den USA zurückfällt? Wenn man das am GDP misst, würde ich sagen, dass der Aufholprozess gegenüber den USA sicher massiv an Dynamik verloren hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Wachstumsraten in den USA und China in den nächsten 10 Jahren relativ gleich hoch sein werden, irgendwas zwischen 2 und 3%. Und Sie haben völlig recht, das führt natürlich dazu, dass dieser Catch-up-Effekt gegenüber den USA, der ja in den letzten 30 Jahren mit Wachstumsraten zwischen 6 und 8% massiv an Dynamik gewonnen hat, dass der an Momentum verliert. Das hat aber auch ganz andere Auswirkungen, weil bisher waren diese Wachstumsraten natürlich ein Treiber von Nachfrage an Produkten aus dem Ausland in ähnlicher Wachstumsrate. Wenn diese Wachstumsraten sich abschwächt, dann benötigen die Chinesen relativ weniger Importe aus dem Ausland und sie werden relativ bald bestimmte Marktsegmente im Inland gesättigt haben und mit diesen Produkten dann global sichtbar werden. Und ein Bereich, der mir da ganz besonders aufgefallen ist, ist der der E-Mobilität. Wenn Sie in den Straßen Chinas unterwegs sind, dann haben inzwischen bestimmt ein Drittel der Autos grüne Nummernschilder. Und grüne Nummernschilder signalisieren, dass diese Autos mit Elektrizität betrieben werden. Und das Gros dieser Autos ist weder ein Tesla und schon gleich gar kein deutsches Modell, sondern eines der 30 und mehr Hersteller aus China, von denen wir in Deutschland eigentlich nur BYD und NIO überhaupt kennen. Also das ist schon etwas, wo sich offensichtlich auch die EU inzwischen Gedanken macht. Frau von der Leyen hat da ja inzwischen angekündigt, dass sie gegen die Staatssubvention der chinesischen E-Mobilitätsunternehmen vorgehen möchte. Inwieweit das hilft, die europäische Automobilindustrie in der Breite zu schützen, da habe ich so meine Zweifel. Das hatten Sie mal in einem anderen Interview gesagt, dass wir den Chinesen geholfen haben, ihre Industrie aufzubauen und das schlägt jetzt zurück. Ja, ich habe das schon vor 15 Jahren immer versucht, relativ drastisch zu formulieren, dass wir die Guillotine liefern, auf der irgendwann einmal unserem Kopf zu liegen kommt. Und genau diese Entwicklung haben wir. Wir haben technologisch, teilweise ganz bewusst, China weitergebracht. Sehr viele Produktionsstandorte durften in China nur eröffnet werden, wenn die westlichen Unternehmen jeweils ihre neuesten Kerntechnologien dort auch eingesetzt haben. Dass das dann kein Geheimnis bleiben würde, all along, das sollte allen klar gewesen sein. Und Chinesen sind neugierig, Chinesen sind harte Arbeiter und sie sind auch sehr präzise in der Art und Weise, wie sie Produkte dann entwickeln. Nicht, weil sie das aus dem Arbeitsethos heraus definieren, sondern weil der chinesische Kunde ein sehr anspruchsvoller ist und derjenige, der nicht liefert, der wird dann relativ schnell mit Käuferstreik
bestraft. Das ist auch der Grund, warum ein Unternehmen wie Apple dort weiterhin so hoch im Kurs steht und warum auch über viele Jahrzehnte die deutschen Automobilhersteller hoch im Kurs waren. Die Chinesen fanden deutsche Autos zunächst einmal potthässlich und haben sich mit japanischen und koreanischen eingedeckt, um dann festzustellen, dass deren Qualität überschaubar groß war. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt probieren wir doch mal die Deutschen. Die sind zwar nicht schön, aber die sollen gute Qualität haben. Und dem Nimbus wurde Deutschland dann jahrzehntelang gerecht. Und das ist genau das, was jetzt die chinesische E-Mobil-Industrie versucht zu überwinden, diesen Faktor, nur deutsche Autos haben hohe Qualität. Wenn das ihnen gelingt, in diesem Wettlauf der vielen Unternehmen, da wird sicher ein oder zwei in der Lage sein, das umzusetzen, dann dürften die auch auf dem Weltmarkt an Bedeutung nachhaltig gewinnen. Man hat das ja jetzt auch auf der IAA in München gesehen, wo die chinesischen Hersteller sehr präsent waren und mit Macht nach Deutschland drängen. Ja, dort waren zwei Sachen zu beobachten. Es wurden praktisch alle Präsentationen auf Chinesisch gehalten. Man sieht die Notwendigkeit nicht mehr, nicht nur bei den CEOs und CFOs, Englisch zu sprechen oder zu verstehen. Das ist in vielen Bereichen der Bevölkerung heute auch so. Und B, die zeigen ja nur einen Bruchteil der Flotte, die sie in China auf der Straße haben. Und das sind tendenziell eher die kleineren Versionen, die wirklich großen Autos, die behalten sie im Moment alle noch zu Hause. Und was auch auffällt, und ich bin gestern zu einem Vortrag in Hamburg gewesen, da stand NIO in der Straße. Die meisten Leute haben überhaupt nicht realisiert, dass das ein chinesisches Auto ist. Ich habe dann auch meinen Kollegen erklärt, dieser Wagen kann schon selbst fahren. Das erkennen Sie an den etwas komischen Hubbeln vorne oberhalb der Windschutzscheibe. Und auch das ist natürlich etwas, was extrem spannend ist. Wir waren in Anting und sind dort autonom Taxi gefahren. Und zwar nicht auf einer Teststrecke, sondern mitten im Straßenverkehr kostenlos. Und das ist natürlich extrem smart. Sie können hier kostenlos mit Robotaxis von A nach B fahren. Sie setzen sich rein, sie merken, ach, das ist ja, funktioniert ja super. Sie steigen aus, erzählen ihrer Familie, ihren Bekannten davon. Und so reduzieren sie die Urängste, die ja auch in Deutschland wahnsinnig stark vorhanden sind, dass das mit dem autonom fahren eigentlich ein Himmelfahrtskommando ist für den, der drin sitzt. Wenn Sie das in Anting mal gemacht haben, dann ist Ihr Vertrauensniveau um einiges gestiegen. Und dann fragt man sich einfach, warum nehmen an diesem Test nur die chinesischen Hersteller teil? Warum nimmt daran nur Volvo teil? Warum nur General Motors? Warum nicht auch eine deutsche Brand? Und warum macht man etwas Ähnliches nicht auch bei uns in Deutschland? Weg von der Teststrecke, rein auf einen mittelgroßen Stadtverkehr. Das überfordert vielleicht unsere Zulassungsämter. Das überfordert wahrscheinlich noch stärker unser Mobilfunknetz. Und das zeigt eben, wo wir im Moment Probleme haben in Deutschland. Das eine ist die Regulation und die Bürokratie. Und das andere ist die Ausstattung unserer digitalen Welt. Sie liefern mir damit quasi die perfekte Vorlage für den nächsten Punkt, den ich mit Ihnen ansprechen wollte. Ich hatte ja gerade über das Wettrennen zwischen den USA und China gesprochen, wo die Chinesen etwas zurückzufallen scheinen, was sie jetzt nicht so als Problem ansehen. Wer aber definitiv gerade abgehängt wird, das ist ja Europa und da auch Deutschland. Sie haben ein paar Punkte angesprochen. Wegen dieser und noch anderer Gründe scheint Deutschland ja gerade seine industrielle Basis zu verlieren. Die Chemiebranche investiert zum Beispiel gerade lieber im Ausland. Drohen wir in einen Abwärtsstrudel zu geraten? Deutschland und China hat eines gemeinsam, extrem tiefe Gewinnmargen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum das so ist. In China ist das wahrscheinlich politisch gewollt. Wir sind ja eine kommunistische Volksrepublik. Da geht es um den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Entwicklung des Volkswohlstandes.
Bei uns scheint das andere Gründe zu haben. Das liegt sicher auch daran, dass wir in Deutschland sehr zyklische Unternehmen haben, die systematisch tiefe Gewinnmargen haben, auch im Automobilbau, der ja bei uns sehr wichtig ist, sind die Gewinnmargen überschaubar. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Belastungen über die Bürokratie, über die Situation am Arbeitsmarkt, die sich nicht verbessern wird. Und es ist völlig klar, dass Sie dann unter dieser Erkenntnis als Unternehmensleitung sich die Frage stellen müssen, wie können wir diese Gewinnmargen nachhaltig verbessern? Weil mit solchen Gewinnmargen, da darf wirklich konjunkturell nichts passieren, sonst sind sie relativ schnell auf der Nase. Und die einfachste Überlegung bezüglich der Gewinnmarge ist natürlich, die Kosten zu reduzieren oder zumindest nicht in dem Maße strukturell ansteigen zu lassen, wie sie in Deutschland das durchaus als Gefahrenpotenzial an die Wand wahlen können. Und sie werden wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie in solchen Industrien dann nicht die Alternative von Standorten in den USA beispielsweise hinterfragen würden, wo sie A, ganz andere Kosten für ihre Energieversorgung haben und wo sie B, auch sehr nah am zukünftigen oder gegenwärtigen Abnehmer sind und C, und das war ja immer der Grund für diese Unternehmen in Deutschland zu bleiben, hier haben sie eine hohe Anzahl exquisit ausgebildete Arbeitskräfte, dass dies zunehmend nicht mehr der Fall ist. A, weil die schiere Zahl verloren geht. Immer mehr unseres Arbeitskräftepotenzials wird von der Verwaltung, von der nicht produktiven Verwaltung absorbiert. Und B, wir haben eine Demografie, bei der wir einfach systematisch in den nächsten 10 Jahren fast 10% unseres Arbeitskräftepotenzials verlieren werden. Und C, die Menschen wollen halt keine so langweiligen, in Anführungszeichen, Jobs mehr machen, wie jemand in einer Chemiefabrik, dass diese Jobs sehr spannend sein können. Das wissen wir beide. Aber in der Wahrnehmung, was Traumjobs angeht, liegen die nicht ganz weit oben. Ist die Situation jetzt gefährlicher oder damals zur Jahrtausendwende, als die Regierung mit der Agenda 2010 noch so gerade die Kurve gekriegt hat? Ja, ich würde sagen, sie ist gefährlicher, weil damals war man sich des Problems bewusst und man hatte eine Politik, und ich will das einfach auch mal an der Person von Kanzler Schröder festmachen, die bereit waren, eine strukturell notwendige Entscheidung zu treffen, auch verbunden mit dem Risiko einer Nichtwiederwahl. Dafür müssen sie ein, zwei oder drei politische Vertreter haben, die sagen, das muss gemacht werden, das brauchen wir für Deutschland. Und da riskiere ich auch meinen politischen Kopf dafür. Diese Personen sehe ich im Moment in Deutschland nicht wirklich, zumindest in der heutigen Politik. Aber das ist keine Frage von links und rechts. Da geht mir die Fantasie beim Führungspersonal der Opposition genauso verloren wie bei der Regierung. Und das ist auch nicht in der Bevölkerung. Wenn Sie sich anschauen, was die Ängste der Bevölkerung sind, dann sind die Ängste der Krieg in der Ukraine, dann ist die Angst um den Klimawandel, dann ist die Angst inzwischen der Inflation das, was die Menschen umtreibt. Es ist aber nicht die Angst, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort strukturell massiv an Wettbewerbsfähigkeit verlieren wird. Und sie können heute auch keine Bundestagswahl gewinnen mit dem Wahlslogan, Deutschland muss wieder wettbewerbsfähig werden. Das ist in unserer Gesellschaft offensichtlich kein Thema, weil die Politik ihnen lang genug eingeredet hat, Deutschland ist ein reiches Land, Deutschland geht's gut, Deutschland ist immer noch führend, wir können uns den doppelt, den dreifach und den vierfach Wumms
leisten und es wird ohnehin keiner alleine gelassen. Bei all diesen Diskussionen wird regelmäßig nicht erklärt, woher denn in Zukunft die ökonomische Wertschöpfung kommen soll, die all diese Doppelwumse dann auch finanziert. Da könnte man noch vieles zu sagen, aber leider läuft uns etwas die Zeit davon. Und ich wollte ja mit Ihnen noch über die Lage am Finanzmarkt sprechen. Dieses Jahr hat alle überrascht, weil es besser lief als gedacht. Kommt jetzt nächstes Jahr die Rechnung für die hohen Zinsen? Ja, mein Kollege Thomas Lehr, der gräbt sich ja zu Jahresbeginn immer in die Jahresausblicke der großen Wettbewerber rein. Und da haben Sie völlig recht. Die allgemeine Einschätzung war, Aktienmarkt erstes Halbjahr schlecht, gute Chancen, um neue Positionen aufzubauen. Die Zinsen steigen, aber sie werden auch ihr Top erreichen Ende 2023 und dann im ersten Quartal 2024 wieder zurücknehmen. Das war die breite Erwartungshaltung. Wir haben uns darüber unterhalten und Sie kennen meine Meinung. Glaube ich, ist es Zeitverschwendung, so kurzfristige Prognosen zu machen. Und B, sind die Renditen guter Unternehmen immer noch deutlich höher als die von 10-jährigen Bundesanleihen. Insofern ist die langfristige Attraktivität von diesen Investments meiner Meinung nach definitiv nicht in Frage gestellt. Aber wenn Sie jetzt 7% aus Aktien rausholen und vielleicht 4% aus einem guten Corporate Bond Portfolio, dann sind das im Durchschnitt zwar beim 50-50 5,5%, aber real bleibt Ihnen davon nur relativ wenig übrig. Das ist der große Unterschied zu der Anlagephase, die wir beispielsweise vor 10 Jahren hatten. Es ist nicht das, was wir an Rendite, nominale Rendite zu erwarten haben. Da bin ich sehr sicher, dass wir in den nächsten 10 Jahren an den Aktien auch wieder zwischen 7 und 8% Gewinnwachstum sehen werden. Aber es ist in puncto realem Vermögenszuwachs viel weniger. Viele stellen die Frage, die Sie auch gestellt haben, Menschenskinder, warum sind die höheren Zinsen nicht in dramatisch deutlicher Art und Weise in die Bewertung der Unternehmen eingeflossen? Die Antwort ist zweifach. Die Aktien haben nie die tiefen Zinsen als Basis der Bewertung angenommen. Als wir Nullzinsen hatten, war die Bewertung der Aktien nicht auf unendlich, sondern am Aktienmarkt war man sich immer bewusst, dass diese Tiefzinsphase ein vorübergehendes Phänomen sein wird, sein muss, weil sonst die marktwirtschaftlichen Anreizsysteme ja ausgehebelt worden wären. Und deswegen haben sich die globalen Aktienmärkte immer mit durchschnittlichen Staatsanleihenrenditen von 3,5 bis 4% bewerten lassen. Und da sind wir ja heute auch im Durchschnitt. Deswegen war der Impact da nicht so groß. Und der positive Effekt kam natürlich über die Gewinnwachstumszahlen, die getrieben sind durch die Inflation oder umgekehrt. Die Unternehmen haben ja die Inflation gemacht mit ihren Preiserhöhungen und das geht natürlich in nominale Zahlen rein. Nominal hat sich nicht viel geändert. Der große Unterschied ist real, was bleibt übrig? Und natürlich, nach vorne schauend, kann ich heute ein Multi-Asset-Portfolio wirklich wieder als Multi-Asset-Portfolio bewirtschaften. Das war in der Zinswelt nicht der Fall. Da waren Anleihen völlig unbrauchbar als Renditequelle und auch als Diversifikator. Das sieht heute etwas anders aus. Eine US-Staatsanleihe mit 4,4% auf dem 10-jährigen Laufzeitspektrum. Das ist natürlich etwas, wo speziell ein Amerikaner sagen kann, okay, 4,4, das wird auf 10 Jahren wahrscheinlich in der Nähe oder etwas über der Inflation liegen. Da sind meine Risiken überschaubar. 2,7% bei der 10-jährigen Bundesanleihe erfüllen das allerdings noch nicht. Schmälert denn so etwas nicht die mittelfristigen Aussichten für den Aktienmarkt, wenn ich jetzt hier diese Alternative habe? Na, wir haben jetzt Normalität wieder und es ist natürlich so, dass Investoren, die nur aufgrund der tiefen Zinsen
in reale Werte geswitcht haben, dass die wieder zurückfahren werden. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich behaupte aber, und darüber können wir uns gerne auch unterhalten, dass ein Großteil dieser Realwerte, speziell in Europa, nicht zugunsten des Aktienmarktes, sondern eher zugunsten des Immobilienmarktes geswitcht worden sind. Und deswegen haben wir natürlich jetzt auch gerade im Bereich des Immobilienmarktes so ein bisschen Zurückhaltung, was Investments sowohl in Eigen- wie in Fremdkapital angeht. Herr Vondran, vielen Dank. Gern geschehen. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Mich würde noch eure Meinung zu einer Frage interessieren. Philipp Vondran sprach ja über die chinesischen Autohersteller, die immer besser werden. Wie schätzt ihr die Chancen ein? Würdet ihr euch ein chinesisches Auto kaufen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über die Diskussion. Und abonniert auch gerne meinen kostenlosen Newsletter mit weiteren Informationen zu Börse und Wirtschaft. Da gibt es regelmäßig Analysen und Kommentare. Den Link findet ihr in der Description.